In diesem kurzen Video möchte ich Sie motivieren, in der Krise, von der wir jetzt im Rahmen der Corona-Verbreitung sprechen, Chancen zu sehen. Und Sie motivieren, Chancen nicht nur zu sehen, sondern sie auch zu ergreifen. Uns geht es alle ähnlich. Wir leiden ein wenig und immer mehr und von Tag zu Tag unter dieser Corona-Krise, Katastrophe, Pandemie. Das sind alles Begriffe, die natürlich auch medial aufgebauscht werden, aber die auch in vieler unserer Köpfe Anschluss finden. Das sind Begriffe, die im limbischen System auf Alarm schalten und natürlich Angst erzeugen. Insofern haben wir als Gesellschaft natürlich schon eine Angst, und je mehr wir uns in den Medien bewegen, sehen wir und erleben und erfahren es auch beispielsweise in der Messebranche, mit welchen finanziellen Katastrophen wir hier zu tun haben werden. Heute hat die FAZ getitelt, dass in der Messebranche rund 3 Milliarden Verlust in diesem Jahr erwartet werden. Für viele in dieser Branche vielleicht sogar der Untergang. Also, hier von Chance zu reden, muss man natürlich relativieren. Klar, da sind die Probleme deutlich höher. Nichtsdestotrotz ergeben sich natürlich Chancen für gesellschaftliche Entwicklungen, die wir in der Ökologisierung und vor allem auch in der Digitalisierung haben. Und das ist ja mein Thema. Also die Chancen, die die Digitalisierung schon seit vielen Jahren mit sich bringt, erfährt nun eine Renaissance bzw. einen Turbo, der in den Unternehmen und in unseren Köpfen offenbar immer besser und jetzt schneller ankommt. Also endlich, muss man davon sagen, wird das Arbeiten, das professionelle Arbeiten mit digitalen Tools mittlerweile ein Massengut. Da, wo sich auch die Älteren schwer tun, müssen ganz viele Unternehmen überlegen, wie sie ihre Mitarbeiter an verschiedenen Orten organisieren, und diese müssen natürlich miteinander zusammenarbeiten. Kollaborationstools und Kommunikationstools, digitale natürlich, sind hier massiv gefragt. Und die gibt es alle schon seit vielen, vielen Jahren, und ich glaube, dass nun auch mittlerweile der Allerletzte gemerkt hat, wie hilfreich solche Tools auch sein können. Endlich können wir auch neue Innovationen, vielleicht sogar disruptive Ideen auf den Tisch werfen, weil wir etwas machen müssen. Der Gründer von den Online-Marketing-Rockstars hat jetzt gestern und heute in den sozialen Netzwerken gesagt, wir sehen hier eine Chance, weil wir hier jetzt endlich mal richtig neu denken müssen, was wir sonst nicht tun mussten, weil das analoge Messe- und Konferenzgeschäft ja fantastisch funktionierte dort in Hamburg. Also müssen wir jetzt alle in den Unternehmen herangehen und überlegen, was ergeben sich denn aus dieser Krise und aus diesen Veränderungen und aus diesen wirtschaftlichen Verlusten, die wir erfahren werden, manche mehr, manche weniger, aber für große Chancen. Endlich jetzt die Dinge angehen, die wir in unserer wirtschaftlichen Entwicklung und in unserer gesellschaftlichen Entwicklung schon längst spüren, nämlich hier in neue und in innovative Produkte und Dienstleistungen zu denken. Und endlich auch wird die Kommunikation, zumindest im wirtschaftlichen Bereich, vermutlich weiter digitalisiert werden. Die Kommunikation zwischen Menschen insgesamt, ich denke, es ist eine Riesenchance, hier Themen wie das Webinargeschäft, auch das E-Learning-Geschäft in Unternehmen und zwischen Unternehmen und Kunden, wie auch virtuelle Meetings und bestimmte Entwicklungen im technischen Bereich anzunehmen und für sein Unternehmen zu professionalisieren. Wenn Sie das schon alles machen, okay, dann schalten Sie vielleicht jetzt ab, dann könnte es vielleicht etwas langweiliger werden, aber nein, das wird es ganz sicher nicht, das kann ich versprechen. Auf jeden Fall ist für diejenigen, die diese Entwicklungen noch nicht aufgegriffen haben, jetzt der Zeitpunkt da, Gas zu geben. Aber neben diesen vielen Chancen sollten wir nicht nur sehen, okay, jetzt völlig unbedacht Attacke nach vorne laufen, sondern wir sollten auch die andere Seite der Medaille betrachten. Ich erlebe in verschiedenen beruflichen Umfeldern, dass gerade jetzt beim Einsatz von digitalen Hilfsmitteln und Tools ein purer Aktionismus herrscht. Also Organisationen, die schon seit Jahren keine Strategie unter der Nutzung digitaler Technologien hatten, werden sie jetzt auch in den nächsten 4 Wochen nicht haben. Das heißt also, Aktionismus jetzt zu investieren, mag vielleicht für die Bilanz oder für die G&V ganz gut sein, weil man damit seine Verluste in diesem Jahr hochtreiben kann, aber für die Nachhaltigkeit ist es
sinnlos. Wir müssen also schauen, wie wir nachhaltig und sinnvoll die digitalen Technologien für unsere Vorteile auch wirklich nutzen können und sollten. Und selbst die, die diese Technologien schon einsetzen, sollten nicht stehen bleiben, sondern auch konkret überleben. Geht es Ihnen nicht auch so, dass es mittlerweile Zeit wird, unser Arbeitsverhalten und unsere Arbeitsplätze mal radikal zu überdenken? Ich denke, das ist längst Not und längst auch an der Zeit, hier konstruktiv nachzudenken. Wir brauchen aber auch natürlich einen achtsamen Umgang mit digitalen Medien, insbesondere auch mit den Risiken. Also digital gleich, alles gut, alles macht glücklich, so ist es ja nun auch wieder nicht. Wir haben also Mitarbeiter, die Angst vor der Nutzung von digitalen Medien haben. Endlich müssen wir in der Führung uns damit beschäftigen, uns mit dieser Angst von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu beschäftigen und sie aufzulösen helfen, beziehungsweise die Leute auch mit auf den Weg zu nehmen. Wir reden auch von Vereinsamung natürlich. Also es soll auch nicht so sein, dass in Zukunft in 20 Jahren alle Menschen nur noch zu Hause aus ihrem Keller oder aus ihrem Wohnzimmer heraus arbeiten. Soziale Kontakte sind extremst wichtig und wir wissen, dass digitale Kommunikationsmedien ein schönes, tolles Instrument sind, aber alleinig natürlich die sozialen Bedürfnisse, die menschlichen Bedürfnisse von Mitarbeitern nicht befriedigen. Und wir müssen natürlich auch schauen, okay, sind wir auch wirklich auf Dauer produktiver damit? Ich erlebe immer wieder, wie viel Zeit auch ich selber verwende, um neue Technologien in meinem Arbeitsumfeld einzusetzen, wie viel Zeit ich verwende, mich dort hineinzuarbeiten, einen Business Case zu entwickeln. Das braucht unglaublich viel Zeit. Und in diesem ganzen Alarm, in dem wir uns befinden, finden wir diese Zeit nicht. Und darum landen wir in den Aktionismus. Stopp! Überlegt erstmal ein paar Tage und holt euch Hilfe an die Seite, die euch unterstützen, wie ein wirklich produktiver, sinnvoller und vor allem nachhaltiger Einsatz von digitalen Technologien in deinem, eurem Unternehmen Sinn macht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das Wort zum Sonntag, so möchte ich es nicht verstanden wissen, aber ich möchte Mut machen. Mut machen, dass in jeder Krise, auch in jeder dieser wirtschaftlichen Krise, die unmittelbar bevorsteht, in diesem Jahr, auch ganz, ganz, ganz viele Chancen stecken und dass, wenn man intelligent und klug nachdenkt, hier auch wirklich viel gestärkter herauskommen kann. Packen wir es an!